Hallo, willkommen zum Screencast ZCAT, Z-Lesson, Z-More. ZCAT, Z-Lesson, Z-More sind Tools, die funktionieren wie CAT, Less und More, bloß mit dem Unterschied, dass der Inhalt von mit gzip gepackten Dateien auf dem Bildschirm wandert. Das heißt, gibt es eine Textdatei, komprimiert mit gzip, kann ich den Inhalt lesen, ohne vorher extra zu dekomprimieren zu entpacken. Beispiel: Ich öffne ein Terminal, klicke auf Anwendung, Systemwerkzeuge, klicke auf Terminal, packe eine Textdatei namens cc.txt als Beispiel mit dem Kommando gzip Leerzeichen cc.txt Enter. Endergebnis ist die gepackte Datei cc.txt.gz, wobei dies sehr selten, wenn überhaupt, vorkommt, dass eine einzelne Textdatei gepackt wird. Meist werden ja viele Dateien und Verzeichnisse mit tar in eine Datei zusammengepackt und dann mit gzip komprimiert. Würde ich nun die unkomprimierte Textdatei mit cat lesen, kommt dabei das gleiche raus, wenn ich die komprimierte mit zcat lese. Ich tippe ein zcat Leerzeichen cc.txt.gz Enter. Sollte die Textdatei sehr lang sein, benutzt man zless oder zmore. Wobei es less auch so schafft, die gepackte Datei zu lesen. Ich gebe ein less Leerzeichen cc.txt.gz Enter. Lese ich nun die komprimierte Datei mit cat, also nicht mit zcat, kommt dabei dies raus. Ich tippe ein cat Leerzeichen cc.txt.gz GZ, Enter. Irgendwelche Zeichen. Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.